Die Darts-Welt steht unter Schock. Einer der beliebtesten Spieler der Profitour ist tot. Kyle Anderson wurde nur 33 Jahre alt. Bei der WM im legendären Alexandra Palace erlebte er einst seinen größten Moment. Kyle Anderson ist tot. Der Australier wurde nur 33 Jahre alt. Es ist eine Nachricht, die die Darts-Welt erschüttert. The Original galt als einer der beliebtesten Spieler auf der Tour. Woran der Profi gestorben ist, wurde bislang nicht bekannt. Wir sprechen Kyles Familie und seinen Freunden in dieser schrecklich traurigen Zeit unser Beileid und die besten Wünsche aus, ganz besonders seiner Frau und seinen Kindern, sagte Beryl Hearn, der Vorsitzende des Weltverbandes PDC. Sein Talent und Engagement haben ihn zu einer Inspiration für andere Spieler auf der ganzen Welt gemacht. Traubekundungen kamen auch von vielen alten Kollegen. Rekordweltmeister Phil Taylor schrieb bei Twitter, was für eine schreckliche Nachricht. Was für ein netter, freundlicher Mann. RIP-Kumpel. Andersons Landsmann, der Weltklasse-Spieler Simon Whitlock, teilte seine Trauer ebenfalls via Twitter. Er war nicht nur ein brillanter Spieler, sondern auch ein sehr netter Mann. Ich habe oft gegen ihn gespielt und es geliebt, mit ihm zu spielen. Man wird Kyle vermissen, aber nie vergessen. Seine Profikarriere begann Anderson 2006 bei der British Darts Organisation. Dort spielte er meistens Turniere in seiner Heimat Australien und das sehr erfolgreich. . 2012 wechselte er dann zur PDC, dem prominenteren und renommierteren Weltverband. Er nahm 2013 erstmals an der PDC-Weltmeisterschaft teil. Ein Jahr später gelang ihm beim zweiten von insgesamt 7 Starts im Alexandra Palace ein perfektes Spiel, der sogenannte und sehr seltene Neuendarter. Größter Erfolg des Profis aus Perth war 2017 der Gewinn des Auckland Masters, ein Turnier der World Series. In den vergangenen Jahren hatte er sich dann immer weiter von der Weltspitze entfernt. Im März 2020 hatte The Original sich mit Corona infiziert. Damit war er der erste bekannte Fall auf dem PDC-Zirkuit. Er begab sich daraufhin in eine 4-wöchige Quarantäne. Bereits mit Beginn der Pandemie hatte er keine Turniere mehr gespielt, sondern nur noch an Online-Events teilgenommen. Anfang dieses Jahres gab Anderson schließlich seine Tourcard zurück.